Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video erkläre ich zwei Begriffe. Einmal den Begriff der Parteifähigkeit und zum anderen den Begriff der Prozessfähigkeit. Es sind Begriffe, die wir dem Recht zuordnen. Und beide Begriffe sind im Grunde verbunden mit zwei anderen Begriffen, die noch grundsätzlicher sind. Die Parteifähigkeit ist unmittelbar abzuleiten aus der Rechtsfähigkeit. Diese beiden Begriffe laufen sozusagen parallel. Wer rechtsfähig ist, ist auch parteifähig. Und das wiederum steht in § 50 Absatz 1 der ZPO, der Zivilprozessordnung. Rechtsfähigkeit, und das wissen Sie wahrscheinlich, ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein und beginnt mit der Vollendung der Geburt, dem vollständigen Austritt aus dem Mutterleib. Und damit parallel und daraus abgeleitet wird die Parteifähigkeit. Wer rechtsfähig ist, ist auch parteifähig. Und parteifähig sein bedeutet Partei vor Gericht sein dürfen. Man hat das Recht, also Kläger, und das andere klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch das ist in dem Zusammenhang ein Recht, oder auch Beklagter vor Gericht sein zu dürfen. Denn das sind die Parteien, der Kläger und der Beklagte, das sind die beiden Parteien, die sich vor Gericht gegenüberstehen. Und Parteifähigkeit ist das Recht, Kläger oder Beklagter sein zu dürfen. Die Prozessfähigkeit ist auch verbunden mit einem sehr grundsätzlichen Begriff, den Sie hoffentlich auch schon kennen. Das ist die Geschäftsfähigkeit. Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit ist bekanntlich nicht das Gleiche. Die Rechtsfähigkeit beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und die vollständige Geschäftsfähigkeit, die Fähigkeit, Geschäfte vornehmen zu können, hat man, wenn man 18 Jahre alt ist. Dann ist man voll geschäftsfähig. Darunter gibt es Einschränkungen der Geschäftsfähigkeit, wie Sie sicher wissen. Es kommt also hier darauf an, den Begriff Parteifähigkeit zu verknüpfen mit der Rechtsfähigkeit und den Begriff Prozessfähigkeit zu verknüpfen mit der Geschäftsfähigkeit. Das ist das Erste, worum es hier geht. Jetzt muss ich noch die Prozessfähigkeit erklären. Prozessfähigkeit bezieht sich hier auf einen Gerichtsprozess, auf ein Gerichtsverfahren. Also nicht etwa auf einen Ablauf im Unternehmen, den man ja auch Prozess nennt, sondern auf ein Gerichtsverfahren. Prozess also definiert hier als Gerichtsverfahren. Und im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens darf derjenige, der prozessfähig ist, und das ist derjenige, der geschäftsfähig ist, er darf Erklärungen abgeben, er darf Anträge stellen und er darf Rechtsmittel einlegen. Das ist die Prozessfähigkeit, also vor Gericht im Gerichtsverfahren agieren zu können durch diese Instrumente, Erklärungen abgeben, Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen. Das war's für diesmal. Alles Gute, Marius Ebert. Ach so, wenn Sie meine Lernmedien interessieren, dann klicken Sie doch mal auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie zu meinem Shop. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.